Paul már úszta, Vandi neutralisa van, vagy házad ilyen ajánlóan, undan ajánlóan, 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 Ein, zwei Polizei, drei, vier Offizier, fünf, sechs alte Hexen, sieben, acht, gute Nacht, neun, zehn, plus die zehn, elf, zwölf, kommen die Wolf. Erwin Groschen, mein Hund ist Gerd Hanutta, Hanutta ist mein Hund. So sitzt vor dem Computer und wir ganz kugelrund. Mein Hund macht gern Theater, Theater macht mein Hund. Jetzt muss zum Psychiater für 100 Pfund die Stunde. Man kann es schon erahnen. Mein Hund ist nie Banane, Bananen ist nie mein Hund. Man kann es schon erahnen, sie sind ihm zu gesund. Herr Gebräuning, mein Bruder, meinem Bruder kann ich gut leiden. Wenn wir auch manchmal ihn ganz schön bestreiten, denn mit ihm kann ich viel machen, spielen, toben und schrecklich viel lachen. Was macht, wenn wir uns manchmal vertragen? Was ist der Löwe von Beruf? Was ist der Löwe von Beruf? Löwe ist der Löwe, der Fuchs ist Fuchs, das ist Genu, Möwe ist die Möwe. Was ist der Mensch? Fabrikarbeiter, Schüler, Fahrer, Chefarzt. Was du auch siehst im Hauptberuf, sei Mensch ein ganzer Wahrer. Alfred Gunnar, Freunde, der Tag hat viele Stunden, vier Tage hat das Jahr. Und ich habe Freunde und das ist wunderbar. Wer einen guten Freund hat, der bleibt kein Sauertopf. Der hat mehr Kraft im Arme, der hat mehr Grips im Kopf. Doch auf dem Weg zur Freundschaft, da liegt ein großer Stein. Wer gute Freunde möchte, muss selber einer sein. Der Tag hat viele Stunden, vier Tage hat das Jahr. Und ich habe Freunde und das ist wunderbar. Wenn Geschmäcker Schildkröten haben, es niemals eilig. Schildkröten haben keinen Termin. Schildkröten sitzen gern eine Weile und zucken dann woanders hin. Das machen sie so seit Millionen von Jahren. Sie mögen's nicht schnell, sie mögen's nicht kalt. Ich verrate denen ein Geheimnis. Deswegen werden sie auch so alt. Auf einer Brücke stand ein kleiner Elefant, in Afrika geboren, mit zwei Riesenohren. Der wippte hin und her, war 20 Zentner schwer. Einen Kopf hatte wohl, dicker als ein Riesenkohl.
Und frag, te túlten Brüsszel, Gubit egésznek Brüsszel. Die Fünf-Fünerchen, ich war mal in dem Dorfe, da gab es einen Sturm. Da zankten sie Fünf-Fünerchen um einen Regenwurm. Und als kein Wurm mehr war zu sehen, da sagen alle Piep, da hatten die Fünf-Fünerchen einander wieder lieb. Auf dem Tisch. Die Mäuse tanzen auf dem Tisch, die Katze steht daneben. Mit einem Zeber weg und Wisch beendet sie ihr Leben. Der Hausherr schimpft, das darf nicht sein, und reiht sich seine Glatze. Die Mäuse waren stubenrein, zum Teufel mit der Katze. Monika Riegel. Wirbelwind. Lehrer sagt, du bist so wild. Führst du irgendwas im Schild? Bleib doch sitzen, zappel nicht, störe nicht den Unterricht. Ich will spielen und will rennen, nicht den ganzen Tag verpennen. Schieße ich mal übers Ziel, sage, stopp, das ist zu viel. Mama sagt, lass den Rabatt. Setze dich an deinem Platz, mache das nur, was ich will. Bitte sei es endlich still. Ich will toben und will raufen, über Wiesen mit dir laufen. Still sein kann ich in der Nacht, hast du das denn nicht bedacht? Schieße ich mal übers Ziel, sage, stopp, das ist zu viel. Denn ich bin ein Wirbelwind, hab mich lieb, ich bin dein Kind. Tina Brigitta Laufer, der Floh. Wieso bin ich nicht froh, fragt sich ein Floh. Hab einen Hund als Haus und sein Blut ist mir ein Schmaus. Sein Fell, das find ich nett, ist mir ein prima Bell. Auch wenn's mal etwas muft, ich mag den Hunden Luft. Mal nachgedacht ist uns sehr froh, nun eigentlich ja doch ganz froh. Bis dann, oh weh, wer ein Malheur, der Hund war gerade beim Friseur. Hans Adolf habe ich trotzdem. Wenn die Mama morgens schreit, aufstehen, Kinder, höchste Zeit, sagt ein richtig braves Kind, die spinnt. Zähne putzen, frische Socken und zum Frühstück Haferflocken, Vatersprüche, das mag stark, alles Quark. Wer am Morgen ohne Schimpfen, Fluchen, Stinken, Nasenupfen, etwa brav zur Schule geht, der ist blöd. Lärmen, Prügeln, Türen knallen, allen auf die Nerven fallen. Etwa brav zu grunzen, quicken wie ein Schwein, das ist fein. Rülpsen, spucken, Nase bohren, Nägel kauen, schwarze Ohren. Schlimme Worte, jede Masse, klasse. Und wenn Papa abends droht, Schluss mit Fernseh, Abendbrot. Schreit doch jedes Kind im Haus, raus! Trotzdem, Kinder, schützt eure Eltern. Josef Wittmann, Dornröschen. Schlaf weiter! Ich bin kein Prinz, ich hab kein Schwert und keine Zeit zum Hecken schneiden, Mauer kraxeln, Küsschen geben und heiraten. Ich muss morgen früh zur Arbeit gehen, sonst flieg ich raus.
Ich muss zum Träumen auf den Sonntag warten und zum Denken auf den Urlaub. Schlaf weiter und träum die nächsten 100 Jahre vom Richtigen. Rot Netzer, Frau Holler. Alte Frau mit großem Haus, schau nach Haushaltshilfe auf. Alles Mädchen gerade richtig, dumm und tüchtig, das ist wichtig. Ich snicke, wäsche, flicke Wunden und schau um viele Überstunden. Erste Schwester lieb und holt kleine Anerkennung Gold. Alte Frau mit großem Haus, schau wieder nach Haushaltshilfe aus. Zweites Mädchen, Andauke Witz, meint, die Werke ist ausgenügt, ich schütte die Betten, putzen und kochen, doch nur in der Widerstundenwoche. Zweite Schwester, frech, frech. Moral, wir nicht weiß, was Arbeitsschutz gebeutet, wir nicht wird bis heute noch immer ausgebaut. Ja. Der Ausflug. Familie Müller, gar nicht leise, mache sich bei Auto auf die Reise. Sie fahren fröhlich durch den Wald, das Ausflugsziel erreicht ist bald. Da plötzlich springt ein Reh hervor, die Kinder schreien auf im Chor. Vorsicht, Papa, dort ein Reh, fahr es nicht an, du tust ihm weh. Der Vater reagiert geschwind, doch an der Straße steht ein Kind. So langt er hin, so langt er her, dann kommt er hinten noch Verkehr. Nun fahren sie plötzlich durch eine Wiese, doch und merken, häufig ist er dieser. Sind dann an einem Baum geknallt, zum Glück waren alle angeschnallt. Das Reh bekam einen großen Schreck und rannte davon, nun ist es weg. Auch der Familie geht es gut, wenn auch so manches Schmerzen tut. Doch hat das Auto großen Schaden, wird auf ein Abschlepper geladen. Solch ein Ausflug wird es im Leben hoffentlich nie wieder geben. Die Krone. Der König sprach zur Königin. Wo ist nun meine Krone hin? Ich hatte sie heute früh noch auf, bei meinem letzten Dauerlauf. Da sprach die Königin. Ich weiß, du rochst danach etwas nach Schweiß. Und duschen bist du dann gegangen. Zumindest hast du angefangen. Dabei habe ich sie abgenommen. Vielleicht ist sie davon geschwommen. Doch halt. Sie ist zu schwer. Sie wiegt 2 Kilo. Oder mehr. Da stürmt der Prinz, der draußen war, den Thronsaal, er ist grad 6 Jahre. Er trägt die Krone auf dem Haupt, dabei ist das doch nicht erlaubt. Sie sitzt ihm ganz tief im Gesicht, mit seinen Augen sieht er nicht. Er stolpert und im hohen Bogen, die Krone ist davon geflogen. Sie landet auf des Königs Schoß, zu dessen Freude riesengroß. Zum Glück ist wieder gutes Stück, nun unversehrt wieder zurück. Die Krone hat der Prinz gefunden, im Abflussbecken, diesem Runden. Vermutlich fiel sie dort hinein und würde immer noch dort sein. Doch als der junge Prinz sie fand, nahm er geschwind sie in die Hand. Zum Glück wurde sie nicht geraubt und ziert wieder das Königshaupt.
schönen jungen Herrn, nicht den alten mag ich nicht, lieber tanz ich Zepper nicht. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie nehmen ein Weibchen und tanzen dazu. Rudi, Rudi, la la la, la la la, la la la. Rudi, Rudi, la la la, la 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 la. Es dreht sich das Weibchen, dann dreht sich der Mann, dann tanzen sie beide und fassen sich an. Rudi, Rudi, la la la, la la la, la la la. Rudi, Rudi, la la la, la 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 la. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten singe, wer wohl am besten singe. Zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck sprach, das kann ich, und fing gleich an zu schreien. Ich aber kann es besser, ich aber kann es besser. Wie Glechter Esel.